Was genau soll er denn tun? Sieht das nichts aus, Doktor? Was genau tut er? Keine Ahnung, ich bin kein Arzt. Das ist der erste vernünftige Satz, den Sie sagen. Hören Sie mir zu, ich glaube nicht, dass er Ihnen die Medizin gibt. Der macht irgendwas, da stinkt irgendwas. Meine Güte, Sie können einfach nicht loslassen, oder? Beim Zylonsender heute mit Mario und dem Exklusivinhalt, wie Mario den Diebstahl aufgeklärt hat. Hallo Mario. Hallo meine lieben Freunde. Die anderen sind auch da. Ja. Hallo. 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 Wow. Könntest jetzt noch so ein die drei Fragezeichen Soundtrack einspielen und Mario erzählt dann, wie er den Fall gelöst hat. Mario, was ist geschehen? Was ist passiert? Wieso konntest du nicht an der Folge teilnehmen? Ich darf nicht so viel verraten, leider wegen Datenschutz und sowas. Aber ein bisschen darf ich ja verraten. Und zwar... Sehr schön. Ist ja leider so. Google Play-Karten kannst du ja kaufen. Die musst du halt an der Kasse aktivieren. Und da kriegst du nämlich, dann kriegst du einen Beleg raus und erst dann ist der Code wirklich gültig. Und dann kannst du halt eingeben, also nach dem Bezahlvorgang. Da muss immer ein Kunde anwesend sein. Es gab jemanden, der hat sich ziemlich viele davon geschnappt, weil er einen Anruf bekommen hat aus unserer Zentrale. Ja, Sie müssen das jetzt bitte unbedingt aktivieren, weil die fallen aus eurem Sortiment raus. Und deswegen brauche ich nämlich die Codes. Ihr kriegt nämlich neue. Tja, das macht anscheinend ein Mitarbeiter. Der Marius sitzt zufällig im Büro, wollte gerade nach Hause gehen, weil er nämlich unbedingt beim Podcast mitmachen wollte. Und er schaut sich den Umsatz an, der ziemlich, ziemlich hoch war, was komisch war. Und dann bin ich rausgestürmt und habe einen jemanden erwischt, der ja ziemlich viele Google Play-Karten in den Armen hielt, als wäre es ein Baby. Da ich, warum, was machst du damit? Na, ich habe das aktivieren müssen. Was? Warum aktivierst du das? Na, das hat die Dame am Telefon zu mir gesagt. Bist du bescheuert? Das war meine erste Reaktion. Und die hat einige 1.000 Euro über das Telefon durchgegeben. Das sind Betrüger in Wien. Die machen das seit 4 Jahren in Wien schon und immer in bestimmten Abständen. Und sie erwischen jedes Mal einen Idioten. Das heißt, das war gar nicht der Mitarbeiter, der den Diebstahl begangen hat, sondern der ist nur drauf reingefallen. Ja, ich dachte zuerst, dass es gestohlen wurde irgendwie und die waren zu deppert draußen vielleicht, aber es waren halt Betrüger übers Telefon. Wurde, ja, also es wurde quasi gestohlen, aber von Leuten eigentlich am Telefon. Ja, genau. Und der hat denen wirklich die Codes am Telefon durchgegeben. Niemand weiß, wer die sind und die machen das echt klug und die hacken sich wirklich nur so. Ja. Naja, ich erwarte von keiner Polizei irgendwas, welche Nationalität sie auch immer haben mag. Und deswegen konnte ich nicht mitmachen beim Podcast. Ich habe jetzt gehört, dass ein Mann verhaftet wurde, ich glaube in Schweden, der über 103 Millionen von Google und Apple geklaut hatte. Und das haben die gemerkt. Das haben die wahrscheinlich nicht gemerkt. Sie haben es halt nie gemerkt, dass es irgendwann suspicious wurde. Ja, eben. Da hat er denen einfach immer Rechnungen geschickt. Und unterhalb der Wahrnehmungsschwelle von denen. Naja, diese Firma für, also er hat sich irgendeine taiwanesische Firma gemacht und hat dann immer Rechnungen für irgendeinen IT-Hardware-Kram an Google und Facebook geschickt. Und das ist einfach durch deren Accounting durchgegangen und er hat halt über die Zeit damit 103 Millionen Euro an geklautem Geld gemacht. Super, habe ich ja fast ein bisschen Respekt vor der Dreistigkeit. Ja.
Es ist so einfach und so genial. Du schickst denen einfach Rechnungen. Schlampige Buchhaltung. Oh, Tim. Das hört sich alles nach demselben Kram an. Es sind alles unterschiedliche. Das war, ich glaube, das wird unsere Hörer nerven. Ja, nicht nur die Hörer. Unsere Hörer, meinst du? Unsere zwei Hörer? So, dann fangen wir mal an. Wenn das nervt. Für die zwei Hörer. Dann fangen wir mal an. Mario, welche Folge trägst du denn heute vor? Ja, also ich habe vor, eine coole Folge zu präsentieren. Sie trägt den deutschen Titel Allein gegen den Hass. Auf Englisch heißt es The Woman King, den ich leider nicht verstanden habe auf Englisch, aber vielleicht seid ihr dann klüger und irgendwann in der Folge werden wir das dann klären können. Weil auf Deutsch verstehe ich es ja. Ich hoffe, es ist die richtige Folge. Okay, wir ziehen das wirklich durch, oder? Ich muss jetzt zusammenfassen, du sagst es nicht, oder? Ja. Okay, liebe Zuhörer, wir werden später dann Regisseur und so weiter nennen, denn ich muss zuerst die Folge zusammenfassen, um mich zu blamieren, oder auch nicht. Okay, die sind relativ kurz zusammenzufassen, und zwar auf der Galaktika wird ein Flüchtlingslager aufgemacht, Sagittarier und auch andere Völker, also Rassen, Völker, sag mal Völker, werden auf die Galaktika gebracht und die sollen halt versorgt werden. Und zwar der liebe Hilo soll halt das Flüchtlingslager, ja, er ist quasi so der Chef von dem Lager und soll, also übernimmt die Aufsicht. Mysteriöserweise sterben einige Sagittarier und irgendwie nur Sagittarier und zwar weil angeblich ein Doktor, ein böser Doktor dort, ein Zivilistenarzt, sie umbringt. Die Sagittarier also betteln den Hilo endlich an, ja, untersucht den Fall, unser Volk wird getötet, er will es zuerst nicht wahrhaben, dann kommt ihm einiges nicht koscher vor und geht der Sache halt nach, nervt sogar andere Offiziere wie den Adama und den Colonel Tai. Und er kommt dann halt immer näher, nicht näher, er kommt halt langsam zum, ja, ihm wird klar, ja, da stimmt wirklich was nicht und die werden getötet. Der Arzt heißt Dr. Robert. Redford. Achso, okay. Jetzt kannst du es einspielen. Sorry. Du hast immer noch kein Grillenzirpen, oder? Nein. Ja, das ist eigentlich so die Haupthandlung. Es gibt dann noch eine Nebenhandlung. Es geht um die Six, die ist jetzt gefangen und also auf der Galaktika eine Gefangene. Und man möchte halt, dass sie kooperiert oder halt die Geheimnisse der Zylonen an die Menschen weitergibt. Und mehr gab es eigentlich auch nicht. Da können wir später näher drauf eingehen. Ich kann die Folge jetzt auch auflösen. Ich glaube, ich sollte es vielleicht auflösen, weil wenn es die falsche war. Aber ja, der liebe Doktor ist wirklich ein sehr böser Doktor, aber wie genau es dazu kommt, werden wir dann, glaube ich, später besprechen, wenn es die richtige Folge ist. Ja, jetzt merke ich natürlich nicht zu sagen. Müsste Ben noch die richtige Folge zusammenfassen und dann kann es losgehen. Genau. Also. Nein, Mario. Nein, Mario, du bist total auf der richtigen Linie. Oh, Gott sei Dank. Oh Gott. The Woman. 50-50 erfolgreich. Naja, oder 1 zu 20, je nachdem. Wow. Wie viel er noch weiß. Naja, du warst ja nur zweimal nicht da, glaube ich. Von daher ging es noch. Ich habe ja angenommen, dass ihr zwei Folgen gemacht habt. Deswegen. Dann hättest du auch die falsche gemacht. Dann hättest du die falsche, genau. Ja, und ich habe gestern schnell reingeschaut am Handy. Eine Folge nur, ja, wird schon passen. Das ist sicher die. Und dann war ich mir nicht mehr sicher. Und dann war ich schon im Bett. Ist ja nicht so, als wäre ganz genau im Slack gestanden, welche Episode dran ist. Als wäre im Slack gestanden. Korrigier du mich noch einmal, wenn ich als und wie vertrete. Ja. Wieso? Und außerdem. Als wäre im Slack gestanden, ist ja wohl auch kein Deutsch. Ist ja nicht so, als wäre. Ja, doch, natürlich. Als wäre im Slack gestanden.
Das ist schon auch Slang. Slang ist Slang. Okay. Und auf meiner DVD-Box steht keine Zahl drauf. Da stehen nur die Episodennamen. Ja, es ist die insgesamte Nummer 47. 47 ist so ein Star Trek-Ding, oder? Und es ist die Nummer 14 in Staffel 3. Mit dem Titel The Woman King. Auf Deutsch, du hast schon gesagt, allein gegen den Hass. Die deutsche Folge ist irgendwie sinnvoller als die englische. Regie führte Michael Reimer, altbekannt für Battlestar. Und die Folge ist geschrieben von Michael Angeli. Wurde am 11. Februar 2007 zuerst in den USA ausgestrahlt. Und wir haben eine Überlebensrate, wenn ich mich nicht verguckt habe, von 41.401 Überlebenden. Einmal kurz zum Folgennamen nochmal. Der englische Name ist ein Zitat aus der Folge, weil Colonel Tai fragt irgendwann Hilo, wer diese ganzen Anschuldigungen an den Doktor in die Welt gesetzt hat, und er antwortet dann einfach mit dem kurzen Satz The Woman King. Ah, okay. Weil dass sie quasi diejenige ist, die dieses Rätsel aufgelöst hat. Deswegen wahrscheinlich der Zitatname im Folgennamen. Dann fehlt ein Komma eigentlich im Titel, oder? Genau, The Woman King. Ja, schön einfallslos. Ja, finde ich auch. Aber jetzt wissen wir es. Da hat es die deutsche Folge auf jeden Fall besser gemacht. Die deutsche Übersetzung. Und die stimmt ja gar nicht, weil Hilo war ja gar nicht allein. Die Frau hat ihm ja geholfen. Ich habe vielleicht einen Funfact. Das ist ja cool. Ja. Endlich mal ein Funfact. Alle warten auf dich, Mario. Ach so, ich dachte, okay. Unterhältst du dich manchmal mit Menschen? Also so. Er wollte uns einfach so auf die Spanne foltern. Angeblich, das, was zuletzt geschehen ist in Battlestar Galactica, das ist nicht vorgekommen mit den Flüchtlingen. Ach. Angeblich. Das ist interessant. Aber das ist mir wirklich nie vorgekommen. Also, mir kommt es nicht bekannt vor. Also, ich dachte auch am Anfang, ich würde die falsche Folge gucken, weil ich überhaupt auch nicht da reinkam. Das wurde alles so vorausgesetzt. Und ich dachte, ich hätte eine Folge übersprungen, tatsächlich auch. Ich war traurig, weil ich gehofft hatte, die war irgendwann schon mal und ich hätte sie einfach wieder vergessen. Da ich, jetzt kommt sie, Gott sei Dank, dann ist sie bald vorbei. Und das mit dem englischen Titel lese ich gerade, die eine Mutter heißt Mrs. King. Ach, was? Nein. Ja. Das ist ja cool. Dann haben sie bestimmt das gemeint. Das wäre jetzt echt das wäre originell gewesen, wenn es Ben nicht eben erzählt hat, wo du nach Fun Facts gesucht hast. Ja. Eigentlich mache ich das immer vorher, aber irgendwie, ja. Wenn ich dabei bin. Schön, dass du wieder da bist, Mario. Ich weiß, es freut mich auch. Oh Mann. Okay. Tim, du wolltest was sagen. Echt? Mhm. Was denn? Weiß ich nicht. Ich wollte nur die Schuld auf dich leiten. Ach so, ja. Ich wollte sagen, habe ich aber schon gesagt, dass ich tatsächlich nicht reinkam am Anfang, dass es diese, erstens, ich stelle mir die Frage, wo kommen diese Flüchtlinge her? Es wird nicht erklärt. Kommen die von irgendwelchen anderen Schiffen oder sind die jetzt tatsächlich von irgendwie noch hier eingetroffen, irgendwelche flüchtenden Schiffe? Fände ich ein bisschen seltsam. Also kommen sie von Schiffen oder kommen sie von anderen Schiffen? Ja, oder kommen sie halt wirklich von dem Planeten jetzt? Nee, nein. Die kommen von Schiffen. Die kommen doch vom, wie hießen sie, Sagittarius? Ja, das ist aber ein Planeten, kein Schiff. Ja, aber nicht alles. Ja, aber es ist einer dabei. Der Planeten, die von den Zylonen im ersten Angriff vernichtet wurden. Genau, und sie haben ja zwischendurch schon mal neue Crewmitglieder gefunden. Also die Pegasus hatte die ja aufgesammelt, schon neue. Ja, genau. Und also deswegen, die kommen von irgendeinem flüchtenden Schiff. Aber meine Vermutung ist, dass es eins war, was schon vorher in der Flotte ist. Ja, das war ja gerade meine Frage. Und das dann würde ja nicht erklärt werden, warum das jetzt kaputt ist. Aber das muss ja nicht unbedingt erklärt werden. Ich war nur überfordert. Ich glaube, das liegt daran, weil nicht alle Schiffe von dem Planeten, wo sie ihre Stadt aufgebaut haben, ihr Neu-Caprica, ja, alle genau Schiffe war's. Runterkriegen konnten. Das heißt, sie haben weniger Schiffe das kann und sein. Dafür aber zu viele Leute. Space-Marder-Schaden. Auch möglich, dass sie Ersatzteile brauchen und halt die gemadertsten Schiffe ausgeschlagen. So wie es die Pegasus auch gemacht hat. Genau.
Nur, dass die Galactica die Leute vorher aufnimmt. Genau. Und zwar in dem Hangardeck, was nicht funktionstüchtig ist. Und das wird jetzt Doc's Will genannt. Wo letztes Mal die Bar war. Jetzt ist war das auch da? Krankenhaus. Mhm. Ich glaube, das war auch in dem Hangar. Dieses Hangardeck muss sehr groß sein. Ja, und dann habe ich noch sowas gelesen, das habe ich bis jetzt auch noch nicht so richtig verstanden, dass man da schon Bezug drauf genommen hätte, dass Ty wohl mal der Mayor of Docksville genannt wurde und dass das inzwischen Agathon sei. Habt ihr das mitbekommen? Was? Gut, danke. Hm. Wann wurde das denn gesagt? Ja, das wurde nirgendwo gesagt, das habe ich nur gelesen. In Sekundärliteratur zur Folge. In diesem Internet? Ja. Ich muss aber gerne sagen, dass die Folge überhaupt jetzt nicht da reinpasst. Die hätte man irgendwie nach Neu-Caprica reinstopfen müssen. Da hätte sie mir ein bisschen mehr Sinn ergeben. Aber jetzt so, diese Zeitspanne ist jetzt viel zu groß schon. Ja, deswegen ist es also, vielleicht auch ich klatsche es rein. Mhm. Dann muss es doch der Marder-Schaden gewesen sein. Und da gibt es sogar Fehler in der Folge, habe ich gerade gelesen. Nein. Ja. Oh. Ja gut, aber nachdem man da jetzt erstmal reingekommen ist, also erstmal ein bisschen überfordert war es mir dann auch egal, wo die hergekommen sind, weil das spielt ja so richtig für die Folge auch keine Rolle. Ja. Es war nur wichtig, wer sie sind, mehr nicht. Genau. Aber das wird halt alles so am Anfang so ein bisschen in Gesprächen gesagt, dass jetzt eben Agathon die Aufgabe übernommen hat, dafür für Ordnung zu sorgen, weil das sind jetzt irgendwie 100 oder 300 Leute. 300, ne? Auf jeden Fall viele. Und die soll er halt da unten betreuen, sag ich mal. Und das Ganze fängt ja schon an, dass er einen Albtraum hat und dann irgendwie von Athena geweckt wird. Ja, der kämpft ja eh so ein bisschen einfach damit, seine Rolle so wiederzufinden, weil er ja anscheinend zwar nicht von allen, aber schon von vielen ihm so eine ablehnende bis vielleicht indifferente Haltung so entgegenschlägt, weil er ja derjenige ist, der sich mit einer Zylonin eingelassen hat. Und das nagt ja irgendwie an ihm. Und das spürt er nicht. In jeder Folge spürt er das, glaube ich, sogar, wenn er vorkommt. Und das muss man jedes Mal erwähnen. Ja, aber ist doch okay, wenn sowas mal nicht einfach nur innerhalb einer Folge passiert und danach ist es weg. Natürlich, ja. Sondern du tatsächlich mal so ein Thema über mehrere Folgen aufbaust. Ich finde es auch gut so. Und er ist ja außerdem immer der immer moralisch richtig haltend, als sozusagen das Gewissen. Ja. Und das wird ihm ja hier oft auch vorgeworfen, dass er immer irgendwie an den Sachen rütteln muss. Dass er immer das Richtige tut. Ja. Dass genau. Es auch einfach mal gut sein lassen soll. Genau, aber das kommt gleich. Jetzt erstmal hat er diese neue Aufgabe und nimmt die dann auch wahr. Oh, bei mir donnert das gerade. Ich gehe mal Fenster zumachen. Okay. Jetzt gleich hört man nur. Wir können schon weitermachen. Ben, mach doch mal weiter. Was? Wer? Mach du doch mal weiter. Ich? Okay, ich habe den Namen nicht verstanden. Letztlich stellt sich ja raus, als er da über dieses Hangardeck geht, dass ein Teil der Leute krank ist und dass es da anscheinend zu Problemen kommt, was die Versorgung der Kranken angeht, die anscheinend auch zum größten Teil die gleichen Symptome haben. Und dass da anscheinend irgendeine Art von Krankheit sich unter diesen Flüchtlingen ausbreitet, die da ja auf engstem Raum und wahrscheinlich auch nicht unter den besten hygienischen Bedingungen zusammenleben müssen. Eine Epidemie. Ja, so weit sind wir noch nicht, aber man kann zumindest die ersten Anzeichen erkennen, ja. Ja. Und das wird auch ziemlich schön dargestellt, weil plötzlich alle anfangen rumzuhusten. Ja, so im Kreis um sie herum. Die haben sich vorher alle nur geschämt und als dann der Erste angefangen hat. Ja, okay, dann kann ich jetzt auch. Ich glaube, der Regisseur hinter der Kamera hat dann einmal kurz genickt und dann haben sie einfach alle angefangen. Wie Statisten halt so sind. Oh, der mit der Sprachrolle hat gehustet, jetzt können wir auch. Das
ist genauso, ja, wie wenn ein Hauptcharakter merkt, es stimmt irgendwas nicht, dann verfallen auch alle in Panik. Ja, ja, dann gucken sich auch alle so um, so, weißt du? Ja, ja. Außer hier jetzt, weil der Hauptcharakter merkt ja auch, dass irgendwas nicht stimmt, aber allen anderen ist es erstmal egal. Genau, und da wird dann auch Dr. Robert eingeführt, der, glaube ich, bis jetzt noch nicht dabei war, oder? Mhm. Nein, es wird nur erwähnt, dass er auch dem Widerstand geholfen hat, das ist schon, weil er ist nämlich mit Colonel Tai befreundet. Und der Tai schätzt ihn halt natürlich total. Mhm. Und ich dachte erstmal, warum macht das nicht Kottl? Warum ist das nicht Kottl? Und dann dachte ich mir sofort, aha, wird wahrscheinlich sterben. Redshirt. Ja. Die haben es irgendwie komisch erklärt, weil er ein Zivilistenarzt ist und der Kottl halt ein Militärarzt ist. Ja, aber kann ein Militärarzt aber gar nicht so eine komische Erklärung. Ja doch, natürlich kann er, aber ja, wenn du zwei Ärzte hast und der eine ist Soldat und der andere nicht, dann ist es doch nachvollziehbar, wenn der Soldat primär Soldaten behandelt und der Nicht-Soldat Nicht-Soldaten. Die haben ja ganz unterschiedliche Krankenversicherungen. Stimmt. Eben. Da sind die Soldaten viel wertvoller. Genau. Es ist immerhin noch Kriegsfall. Aber ich hatte mir in dem Moment die Folge, den Ausgang der Folge auch schon ausgemalt und ihn aber ganz anders ausgemalt, weil ich gedacht habe, aha, wahrscheinlich wird sich dieser Dr. Robert dann irgendwann anstecken und bis zum Ende mit den anderen ausharren und dann sterben irgendwann. Was hey, ich mal in dem Schauspieler. Ja, wieso? Ich finde, der spielt oft so zweifelhafte Leute. Mm. Ja, das stimmt. Das Komische ist, ich konnte mich an die Folge noch sehr gut erinnern, an andere nicht, die davor waren. Also ich auch, ja. Also Dr. Robert, den ich Redford genannt hatte, weil er auch so blonde, wallende Haare hat. Ach, deshalb. Deshalb. Mhm, ach so. Spielt auch bei Lost mit. Und zwar den Dr. Brooks. Robert? Ach. Nein. Und zwar den Dr. Robert, der Leute vergiftet hat. Nein. Und zwar Dr. Brooks, der Vorsteher der Nervenheilanstalt war, in der Hurley eingewiesen war. Und da war er bestimmt auch schon fies. Aha. Ja, hat Hurley nicht rauslassen wollen. Siehste? Ja. Hier ist gerade bei mir in der Wohnung eine Tür zugegangen und ich meine eigentlich, ich wäre alleine hier. Wie Amnesia, gleich geht's Licht aus. Und du kannst dich rein. Amnesie. Vielleicht bist du jetzt ja wieder alleine. Oh, genau. Okay. Das ist nett, dass sie wenigstens die Tür hinter sich zumachen. So ist das in der Schweiz. Ohne Witz. Das ist was, da muss ich mich hier wirklich dran gewöhnen. Die Haustüren, die Wohnungstüren haben außen auch Klinken. Das heißt, du kannst dich nicht aussperren, das ist super, aber ich muss mich dran gewöhnen, innen die Tür abzuschließen. Das mache ich sowieso, seit ich mal auf dem Chaos Communication Kongress war, wo ich bei den Lockpickern war, die mir gesagt haben, dass es kein Problem ist, innerhalb von einer Sekunde jede Tür von außen aufzumachen, wenn man von innen nicht abschließt. Ja, seitdem schließe ich auch. Eine Sekunde ist übertrieben, aber ich kann es auch innerhalb von 10 bis 30 Sekunden. Warum kannst du das? Braucht dafür nur die umgebogene Fahrradspeiche und schon geht's. Zum Beispiel. Ja, das ist oder ein Skill, den habe ich im Studentenwohnheim gelernt. Oder eine angesägte Cola-Flasche oder sowas, mit der man so reinhebeln kann. Oder eine angesägte Schrotflinte, ja, das würde auch funktionieren. Auch das geht. Innerhalb von einer Sekunde ist diese Tür offen. Da hilft allerdings das Schloss auch nicht. Nee. Ich musste in meinem Zivildienst lernen, immer den Schlüssel mitzunehmen, wenn ich die Wohnung verlasse, weil wir zu Hause immer einen Schlüssel außen stecken hatten. Ach so. Ich stand mehrmals vor meiner Zivi-Wohnung und dachte mir, blöd. Da war doch was. Tja, hättest du dann eine Fahrradspeiche gehabt? Oder eine Schrotflinte? Oder eine Schrotflinte, wärst du reingekommen. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen, auf die Tür? Ach so. Weil irgendjemand durch Jan Besuch hatte. Läuft. Weil Jan Besuch hatte, genau. Aber wir waren eigentlich bei Dr. King. Ach, Quatsch. Dr. Robert? Du, nein. Also jetzt musst du es durchziehen und ihm jedes Mal einen anderen Namen geben. Dr. Boy. Dr. King war wieder jemand anderes. Wir waren bei Dr. Robert. Da kann ich jetzt schon wieder ablenken vom Thema mit Dr. Ball. Aber wir bleiben jetzt bei Mr. Robert. Genau. Und ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Er heißt richtig
Bruce Davison. Und ist so ein, auch so ein typischer Serien- und Filmschauspieler. Kommt oft vor. Zum Beispiel bei Lost. Zum Beispiel bei Lost und in Titanic 2. Ich wusste nicht mal, dass es diesen Film wirklich gibt. Echt? Ich dachte, das ist nur ein Gag. Ist das ein U-Boot dann? Ich habe keine Ahnung. Ich habe aber eben in der Liste gesehen, dass es Titanic 2 gibt. War, okay. Ist das noch vom 1. April und die haben es noch nicht rausgelöscht? Oder? Vielleicht, Bruce, aber... Der hat auch bei X-Men mitgespielt. Ja. Der hatte irgendeinen Senator. Den bösen gespielt. Senator. Genau. Also dessen Gesicht wegschmiert. Ja, der so ersten Wasser Two-Face, oder? Stirbt. Na gut. Nee, das ist der, der diese Wellen abkriegt von Magnetos Maschine und dann wird er selber Mutant und zerfließt. Okay. Penta Ray. Damals habe ich X-Men noch geguckt. Ich hab auch man merkt, dass es schon deutlich eigentlich in der Folge, man mag die Sagittarier gar nicht. Das ist ein Impfgegner. Ja. Naja, also ich habe sofort auch, ja. nur das. Aber sie glauben auch nicht in alle andere Medizin. Darf ich das sagen? Ja, das sind die Zeugen Jehovas von Battlestar Galactica, glaube ich. Ja. Und ich kann bestätigen, das sind die schlimmsten Patienten überhaupt. Also wenn ich die als Sanitäter hatte, kannst du es vergessen. Verweigern die auch Medizin? Wusste ich gar nicht. Viel. Auf jeden Fall Blut spenden. Ja. Blut spenden und die mögen es aber auch nicht so sehr, wenn es jetzt anfasst und so ganze Zeit und irgendwie Doktor sanieren. Ja, da stehe ich auch nicht so drauf, wenn ich fremde Leute anfasse. Naja, wenn du die Rettung anrufst und dann, na, sie dürfen mich jetzt nicht verarzten. Okay. Warum rufen sie die Rettung? Retten sie mich, aber lassen sie mich in Ruhe. Ja. Nein. Dafür braucht man auch so, weißt du, wie es Bombenentschärfungsroboter gibt, braucht man auch Erste-Hilfe-Roboter. Ein Jehova-Versorgungsroboter. Jehova. Guter Wurf. Okay, genau. Also das ist das Problem, beziehungsweise Kottl sagt eigentlich, ist das ja super. Also sagt er so ein bisschen sarkastisch, weil sie haben ja eh nicht genug Medizin. Ja. Dann hat sich das Problem ja schon erledigt. Weil Kottl ist bei den Besprechungen natürlich dann immer dabei. Aber auf das Deck geht er nicht runter. Das lässt er Dr. Robert machen. Ja, das wird, so wie er über die redet, würde das wahrscheinlich auch sein Herz gar nicht aushalten. Der würde die ganze Zeit anschreien, wie dumm sie sind. Genau. Tatsächlich, ja. Ja, wirklich. Während er raucht. Ja. Nur gegen den Stress. Genau. Und ja, zu was führt das, diese Besprechung? Zum Tod von vielen Sagittariern. Naja, unmittelbar, aber mittelbar, aber unmittelbar. Führt das jetzt erstmal dazu, dass sie da wie nennt sich das? Quarantäne. Quarantänezone einrichten, genau. Ja. Es werden zuerst die Mannschaftler natürlich mal geimpft, weil die sind ja wichtig. Also die Hangar Crew eigentlich mal. Und dann sollen eigentlich nur die behandelt werden, wo es halt schon irgendwie richtig, richtig heftig ist. Die wird die in der Medizin jetzt brauchen. Ja. Das macht ja auch der Dr. Roberts eigentlich, weil einer nach dem anderen schnappt er sich halt irgendwann einmal und der wird dann halt behandelt. Und gleich zu Beginn lernen wir halt gleich die Mrs. King kennen und ihren Sohn. Und der hatte schon so einen Anfall und er möchte halt schon helfen, der Dr. Roberts. Aber sie lässt es natürlich nicht zu. Und später irgendwann schnappt er ihn aber trotzdem und er stirbt dann halt, glaube ich, am nächsten Tag oder in der Nacht drauf. Und der hat die Medizin aber bekommen. Genau, und dann steht ja Mrs. King vor Agathon, der so eine Art Sprechstunde hat. Also jetzt nicht als Arzt, sondern als Mayor. Das ist so lustig gewesen, ja. Entschuldigung. Da hast du die ganze lange Schlange, ja, und davor steht einer aus Caprica, ja, diese verdammten Sagittarier, bla, die sind schuld. Er geht weg und dahinter Mrs. King. Die hört sich alles an. Ja, aber auch Hilo, wie er dann so völlig genervt da an diesem Tisch sitzt und also der hat auf jeden Fall keine Erfahrung im Umgang mit Kunden. Customer Service. Das wird ja auch so schön unterstrichen von den Bergen an Akten inmitten derer, der er sitzt, dass er halt völlig überfordert ist mit dem Job, beziehungsweise überarbeitet ist.
und ihm einfach alles jetzt, okay, noch einmal mit dem Problem. Ja, bitte. Und ich kann ihn da so gut verstehen, weil ich bin auch kein Kundenmensch. Ich auch nicht, aber deshalb arbeite ich auch nicht sowas. Genau, also ich auch nicht. Ich frage mich und ja gerade, wer von der Galactica-Crew das besser gemacht hätte. Die. Tai. Dr. Kottl. Der ist am Anfang. Tai ist auf einem Auge blind, was die Bürokratie angeht. Oh. Ja, also die hätte es wahrscheinlich wirklich besser gemacht. Und oder hier Dings. Wie heißt der denn? Gator, genau. Okay. Mhm. Der hätte es irgendwie optimiert. Wir stellen uns alle in zwei Schlangen auf. Ja, jetzt sind sie nur noch halb so lang. Wunderbar. Jetzt erstmal Mittag. Das hätte Tai auch gemacht. Ha, jetzt sehe ich die linke Schlange. Sehr gut. Ja, die Hälfte der Probleme bereits gelöst. Alle von Sagittarius gehen jetzt bitte in diese Luftschleuse. Oder Zarek. Ja, der hätte das wahrscheinlich auch sehen können. Hier haben sie ein paar Bombengürtel, bitte. Jeder nur einen Bombengürtel. Oder er hätte es wirklich gut gemacht und dann, gut, ich fordere Neuwahlen und genau. Schon wäre wieder Präsident. Ah, apropos, wo du das gerade sagst, wir erfahren in der Folge ja in einer kurzen Sequenz, wo hier Zarek mit der Präsidentin redet, dass sie ihn zum Vizepräsidenten ernannt hat. Richtig. Und das wurde dieses Hetzgericht da, als er genau. Präsident war, aufgesetzt hat. Und er ist schon nicht einverstanden mit dem, was sie vorhat. Genau, sie möchte nämlich Baltar vor Gericht stellen. Oder vor ein Tribunal, ich bin mir gerade nicht sicher, wie sie es formuliert. Ja, von Tribunal auf Englisch. Auf jeden Fall. Ja. Und auf jeden Fall möchte sie eine Verhandlung führen. Ja, und ihn nicht einfach direkt aus der Luftschleuse werfen. Was er natürlich ist total deutlich dagegen. Er sagt, dass eben, wenn sie das macht, dann folgt Chaos auf dem Fuße und sie wird, ich weiß nicht, ob er das Wort Bürgerkrieg in den Mund nimmt, aber er droht quasi mit einem GAU. Und dann geht er und wenn sie meine Hilfe brauchen, wissen sie ja, wo ich bin. Auf dem Gefangenenschiff. Genau. Und dann macht aber der Präsidentin Angst, dass sie gesehen hat, dass er offensichtlich Angst hat vor der Situation. Das macht ihr jetzt das kennt. Ja, also der ist wirklich besorgt davon, dass Baltar so eine Bühne geboten bekommt. Ist es das, die Bühne, die ihm Angst macht? Weil mir ist nicht so richtig eingefallen, was sollte. Das, was Baltar in vielen unzufriedenen Leuten auslösen kann. Ja, und er ist ja auch ein Profi, solche Situationen zu seinem Vorteil auszunutzen. Ja. Ja, es liegt auch daran, dass er mit ihm schon zusammengearbeitet hat. Ja, und das auch. Ja, also er sagt ja die ganze Zeit, a hurricane. Also, dass Baltar so irgendwas in der Bevölkerung halt zum Leben erwecken kann, was da schon so schlummert. Hm. Und ja, und er weiß ja auch um den Mann, das ist es, und dessen Charisma. Ja. Und der Zarek weiß ja ganz genau, wie das abläuft, und der hat es ja auch zum Teil selber erlebt. Er hat ja auch angestachelt und provoziert. Und man ist ihm ja gefolgt. Und das wird beim Baltar nicht ein anders sein, das weiß er ja. Deswegen macht ihn das, glaube ich, auch noch so Angst. Er hat sich für dich geändert, wow. In dem Moment. Ja, aber er hat eher Angst um sich, also eigentlich hat er sich doch nicht geändert. Ja, am Ende ist man immer egoistisch. Wenn es um dein Leben geht eigentlich. Das sagt ja auch die Stimme von Six, nämlich wieder Gaius Baltar. Denn Menschen erkennt man daran, dass sie immer an sich selbst denken oder so. Sagt der Het Baltar irgendwann ja, mal. Ja, das ist ja menschlich eigentlich, also ist das so. Okay, genau. Also er ist weiterhin Vizepräsident. Mhm. Und mehr hat die Präsidentin auch nicht zu tun in der Folge. Doch, sie guckt dann noch mal zu bei Six. Vielleicht bauen wir die Six-Geschichte auch gerade noch. Ach so, ja, in diesem Verhörzimmer. So cool. Wo sie dann sieht, wie Six mit Baltar rummacht. Und dann sagt, das habe ich schon öfter gesehen, sie redet immer mit jemandem oder so. Ja, mit dem Baltar, den natürlich nur sie sehen kann. Ja, ja. Und sie beobachtet halt Six, wie sie die ganze Zeit mit der Luft knutscht. Ja. Aber eigentlich kam ja Athena rein und so fühlt sich das also an. Hat ihr Hilfe angeboten.
Wenn du kooperierst, dann helfen sie dir irgendwie, du hilfst dir damit selber und es kann sein, dass sie dann netter sind zu dir, sowas halt. Du versprichst deinen Gefangenen einfach alles, damit er ja alles verrät. Ja, und sie dankt ihr nochmal, dass Six ihr geholfen hat, zu fliehen. Und Six weiß ja selber nicht einmal, was sie hier macht eigentlich. Ja, ich weiß es tatsächlich auch nicht. Warum ist sie überhaupt mitgeflogen? Weil sie Diana das Genick gebrochen hat. Und sie konnte nicht mehr übernehmen. Der anderen Boomer. Genau. Sie hätte ja einfach Boomer sagen können, genau. das war die andere Boomer. Also das die war andere. Eine Momententscheidung. Ja, aber ich die, glaub, dass ich bei die, dem die hätte ja, will. Nachdem sie wieder recht. Erweckt worden ist, sagen können, stimmt, diese eine Sex, schwierig. Huch. Vielleicht sollten wir die alle boxen. Ja, genau. Boom. Ja, stimmt. Punch. Cool ist aber, ich habe vergessen, wie es weitergeht mit ihrer Story. Das gefällt mir, das wenn ich was vergesse. Achso, nee, du meinst jetzt nein, ich meine zukünftig, ja. Okay. Genau, das gefällt mir. Aber mehr kommt da auch nicht, außer, da habe ich nochmal einen kleinen Fun-Fact, dass es eine Generalorder von Ronald D. Moore persönlich war, dass dieser Headbalter jetzt wieder auftauchen soll. Weil das hatte man ja schon wieder so ein bisschen verdrängt, dass es den auch gibt. Mhm. Aber jetzt ist er wieder da. Fand ich aber gut. Auch gut. Hm? Ich mag den auch. In seinem Nadelstreifenanzug. Ja, einfach mit Blick, dass das nicht vergessen wird, dass sie eben auch diesen Balter sieht. Bei ihm sieht man das ja ständig. Also ich dachte, das hat er nur gesagt, weil er sonst nicht aufgetaucht wäre in der Folge. Das kann auch sein. Nein, es ging darum, dass er ja als Showrunner so die Fäden in der Hand behält und deswegen wollte er, dass er unbedingt wieder zu sehen war, weil das eben noch was werden soll oder dass sich daraus noch was entwickeln soll. Und ich finde das auch cool, also allein für die Bandbreiten, wie er eben schauspielert. Als der reale Balter und der Kopfbalter. Mhm. Genauso wie die Zellen-Six gegenüber der Kopf-Six ja auch zwei sehr unterschiedliche Charakter sind. Jedenfalls momentan, während sie in der Zelle sitzt. Ja. Und dann mit der Luft rumknutscht und die hinter der halb verspiegelten Scheibe stehen und sagen, was macht sie da? Genau. Und sie sagt, ich habe das schon öfter gesehen. Aber wie sind wir? Achso, wir sind jetzt zu diesem Bogen gekommen, weil ich gefragt hatte, wer hätte denn die Meute da unten besser kontrollieren können. Und dann sind wir auf Zarek gekommen. Aus irgendwelchen komischen Gründen. Ein großer Kreis. Genau. Und jetzt können wir wieder zurückgehen. Mrs. King steht immer noch vor Hilo. Ich hatte es lange da gestanden. Genau. Er hat gewartet, bis wir wieder da sind. Genau. Wir sind wieder da, Mrs. King. Wir können fortfahren. Genau, jetzt sagt sie, ihr Sohn ist tot. Ach ja, tschüss. Und, okay, danke. Nächster. Und Hilo versteht das erst so, dass er tot ist, weil sie sich eben nicht hat helfen lassen. Und dann kommt aber raus, dass sie sich hat helfen lassen. Und dann sagt Hilo, ja, dann war es halt zu spät. Und sie sagt ihm aber, genau, sie sagt ihm aber, dass der erst 12 Stunden oder noch keine 12 Stunden krank war. Genau, weil eigentlich ist diese Zeit für diesen Virus oder was auch immer das ist, deutlich höher. Also eigentlich hätte er noch nicht sterben dürfen. Genau, Hilo fragt dann eben gleich bei Dr. Robert nach und der sagt ihm dann, dass der schon länger krank war. Also da gibt es dann so zwei widersprüchliche Aussagen. Und impft dann aber gleich auch mal Hilo, weil der ja auch noch nicht geimpft ist. Und die Sache ist, der Impfstoff ist sehr begrenzt. Ja, ja. Das heißt, er muss schauen, wen er impft und bei wem es vielleicht zu spät ist. Obwohl es eine sehr, sehr tückische, lustige Krankheit ist, die sehr schnell und tragisch verläuft. Es sei denn, man wird noch geimpft, dann kriegt man gar nichts. Genau. Man kann auch einfach direkt davor geimpft werden anscheinend. Ja. Da sagt auch Dr. Kottel, dann ist das kein Problem. Kann man behandeln. Ein Schuss und weg ist sie. Oder so. Er sagt ja auch irgendwie, ist eigentlich schon ausgerottet, aber dank den nicht impfenden Sagittariern kommen die Space Masern wieder zurück. Genau. So ein Zufall aber auch. Ja. Ja, und dann tut das erstmal Hilo so ab, als wäre das einfach irgendwie vielleicht falsch gewesen wäre das ein Fehler gewesen oder wäre das einfach
Er sagt ja dann, so eine trauernde Mutter, die überreagiert, genau. Und irgendwo einen Verantwortlichen dafür sucht, dass ihr Sohn halt tot ist. Genau. Aber dann gibt es demnächst ja noch einen zweiten Fall. Und zwar ein, weiß ich gar nicht. Älterer Mann. Ja, ein älterer Mann, der dann auch, wenn die ankommen, schon so von seinem Sohn gestützt und soll untersucht werden. Und der Sohn sagt, nehmen Sie Ihre Finger weg, bla bla bla. Ich habe mich übrigens bei diesen Anfangsszenen tatsächlich an die alte Battlestar, an diesen Pilotfilm erinnert, den wir ja mal geguckt hatten. Da gab es nämlich auch diese Szene, wo sie diese Flüchtlinge alle hatten. Und die haben sich auch alle gegenseitig, konnten auch nicht gegenseitig miteinander leben von den verschiedenen Kolonien. Wahrscheinlich haben die sich überhaupt nicht darauf bezogen, aber irgendwie habe ich mich genau daran erinnert. Na gut, Phil, wie geht's denn dann weiter? Keine Ahnung. Irgendwann, ich weiß nicht, ob ich was Wichtiges oder Unwichtiges überspringe. Also die Mrs. King taucht irgendwann nachts bei Hilos. Der wohnt übrigens ganz schön komfortabel. Hab ich auch gedacht, ja. Vielleicht oder? Ist der Family-Bonus, wenn du Familie hast, ja, kriegst du eine. Das war auch meine Vermutung, weil ich musste so zurückdenken an letzte Folge, wo es dieses intime Gespräch zwischen Starbuck und Anders gab, wo sich dann ja herausgestellt hat, dass es nur so in diesem Bankbett war und also die haben ganz schön viel Platz. Ich glaube, du musst Offizier sein, weil Lee und Lee haben ja auch so ein. Der Chief hat doch auch eine Wohnung. Schönes Apartment. Ja, Chief aber auch. Der Chief, der ist halt der Chief. Der hat sich das selber dran gebaut an die Galaktika. Ja, und ja. Starbuck hat es halt nicht. Das hat Starbuck. Was hat die denn schon Großartiges gemacht? Einen goldenen Speer zurückgebracht. Ich glaube, das ist der Family-Bonus, weil früher hat doch Apollo auch in dieser Gemeinschaftsunterkunft gewohnt. Ja, das stimmt. Also, was ist sein Job eigentlich momentan noch? Jetzt, wo ja Kate Keck ist. Ja. Er ist ja, ist er Super Keck? Super Keck, genau. Super Keck. Ja, werden wir irgendwann demnächst wahrscheinlich wieder. Er ist auf Patrouille, hat man gehört, irgendwie in der Folge. Ja, die sagen sogar irgendwann, dass er Super Keck ist. Echt? Also, dass er Keck ist. Aber Kate ist doch Keck. Deshalb ist er ja der Super Keck. Ach so. Ja, aber. Er muss ja irgendwie dieses Apartment verdient haben. Da kann ja nicht sein, dass er, nur weil er der Sohn des. Nein, ich glaube, ja, der Familienbonus. Wenn man verheiratet ist, das, das ist halt so ein richtiger, wie sagt man, Incentive für. Ja, aber Starbuck und hier James D. Anderson sind doch auch so. Aber er ist ein Zivilist. Moment, Moment. Wenn man sich an die Habsburger Gesetze hält, kriegt man eine Wohnung. Die ist schwanger. Die? Starbuck oder wer? Nein, die. Ach, die. Nicht die Starbuck. Die. Die, Bart, die. Die. Ja. Die trinkt aber Alkohol. Die Starbuck? Und? Die. Oder nee, die trinkt da ja so ein paar Weingläser. Ja, vielleicht ist sie der Meinung, dass das Kind abhärtet. Das kann sein. Oder sie weiß, ein Glas am Tag soll doch, oder nicht? Ja, genau. Stimmt, da gibt es ja noch eine Saufszene in der Bar zwischendurch. Und die ist, glaube ich. Wenn die Bälle werfen. Ja. Und die ist, glaube ich. Vorher nochmal zurück zum Apartment. Ne? Der sieht ja der Hilo so oben ohne. Muss ich schon sagen, du. Der ist schon ganz schön fit. Nach Ryan Gosling auf meiner Nummer 2. Hat er auch keine Gesichtszüge? Er hat dafür Körper definiert. Hier, du, ich habe gehört, in dem Mondlandungsfilm soll Ryan Gosling richtig. Also sein Gesicht verändern. Wirklich? Und den Helm. Habe ich gehört. Druckabbauer, das wird sogar aufgeblasen. Was ist denn das für ein Mondlandungsfilm? Vielleicht muss ich den mal abholen. Ja, aber die Mondlandung. Die Mondlandung? Achso. Die erste Mondlandung. Der Film hat in den USA so viel Flack bekommen, weil hat doch Buzz Aldrin mitgespielt in dem Film. Ja, sie nehmen die Szene, wo haben die Szene nicht drin, wo die
amerikanische Flagge hingepflanzt wird. Ja. Und da haben sich Konservative sehr drüber aufgeregt. Unpatriotisch. Ach so. Ja, wo Ryan Gosling eben gesagt hat, das ist, was er gesagt hat, a small step for man and a big leap for mankind, not for USA. Aber ich verstehe nicht, warum sie den Film nochmal gedreht haben. Den haben sie doch 1969 schon gedreht. Wow. Wow. Konnten jetzt CGI benutzen. Die Special Effects sind jetzt einfach besser. Okay, deswegen. Ja. Und es gibt halt Ryan Gosling mittlerweile. Okay. Stimmt. Ja, weil es Lance Armstrong nicht mehr gibt. Weil dem alle Titel aberkannt wurden. Ja, ja, genau wie die Mondlandung. Wo die, die Mondlandung war gedaubt. Sehr schön. Okay. Ja, das ist so ein bisschen wieder wie so Assoziationsspiele. Ja, ja, es macht Armstrong aber halt auch nicht so richtig Spaß, über die Folge zu reden. Findest du? Nee, ja, ja, finde ich. Ist halt so. Die ist vor allem im momentanen Zeitgeist gerade so frustrierend. Ja. Dann lass es zur Bar gehen. Da wirft die ein paar Bälle in Löcher. Ich glaube, die Bar-Szene war nur dazu da, um eine spätere Szene vorzubereiten. Denn ich glaube, der einzig wichtige und relevante Satz in dieser Szene war tatsächlich dieser Dr. Kottl, dieser alte, kurzsichtige Bastard. Und das war, glaube ich, alles, was diese Szene ausgemacht hat. Also die war wichtig eigentlich. Ja. Genau. Und zwar, weil sie nämlich später ja dann ständig sagt, dass, und dann gibt es ja so einen Konflikt, weil, naja, kommen wir später zu. Aber ich komme dann wieder auf diese Szene. In der Szene, also in der Bar-Szene, sagt sie ja, ich komme von Sagittarius und ich mag die Leute auch nicht. Die sind engstirnig, bla blubs, vorurteilseingenommen. Und es ist halt so wichtig, dass sie das da nochmal in aller Öffentlichkeit sagt, auch für den Zuschauer. Weil dann kapieren. Ja, damit es auch ein Sagittarier-Opfer gibt, mit dem er Mitleid hat. Genau. Damit man nachher, wenn sie eben krank, warum auch immer im Hangar ist, dann, ach ja, weil sie hat ja Angst vor Dr. Kottl, irgendwie sowas. Sie will ja nicht zu Dr. Kottl. Aber die Präsidentin müsste doch eigentlich als ehemalige Bildungsministerin oder Lehrerin, wie sie oft diffamiert wird, gut mit den Sagittariern auskommen, weil die arbeiten ja bestimmt gut. Alle im Sagittariat. Alter! Ben war eingeschlafen, aber seine nicht-scherze Glocken haben angefangen zu läuten. Der Tim, der zündet von einem Knaller nach dem anderen. Wirklich? Ja. Was ist denn los? Robert Redford, Sagittariat? Hammer. Okay, Hammer. Oh Gott. Kannst du von der Liste streichen? Den ja, zack, nächster. Bumm. Checkmark hinter Walter. Apropos Bumm, da kommt jetzt gleich noch ein Bumm von Tai. Denn nachdem Agathon nochmal in der in der Offiziersbesprechung, also im Captain's Quarter, anspricht, dass hier eventuell was da was schauen hat. Ja, genau, dass da was mit rechten Dingen nicht zugeht, folgt ihm Tai dann nochmal, nachdem sie ihn rausschmeißen quasi. Und auch Kottl sagt, alles Blödsinn. Und dann stellt ihn Tai nochmal zur Rede. Weil der blonde Doktor ist natürlich sein guter Kumpel. Genau. Auch da habe ich wieder gedacht, habe ich was verpasst? Hat man da irgendwas mal gesehen? Nein, hat man nicht. Nee. Fand ich zum Teil auch ganz cool. Er hat halt nur erzählt, der hat ihm das Auge behandelt und so weiter und so fort auf dem Planeten. Und dann hat Tai Agathon das Auge behandelt. Ja, und Agathon. Ja, aber Tai reagiert Agathon hat ja ganz gut zugeschlagen. Was meinst du, Phil? Naja, dass Tai da eigentlich noch ganz cool reagiert. Weil er sich ja nicht auf seinen Rang oder sowas beruft, sondern sagt so, ja, okay, Das fand ich auch, weil... Also ist er fast ein bisschen anerkennend, wie er dann sagt, ah ja, okay, dir ist auch nicht so wichtig, was die anderen von dir halten. Finde ich ja eigentlich ganz geil. Mhm. Du hast trotzdem nicht recht und so, aber also da schwingt ja schon ein bisschen Anerkennung mit in der Reaktion. Das ist ja, aber er wird dann auch recht schnell recht fies. Ja, also der provoziert ja gerne so und ist aber dann eigentlich immer recht fair. Das hat ja auch bei Starbuck auch schon öfter geklappt.
dass wenn Starbuck ihm dann Konter gibt, dass er dann nicht auf seinem Rang pocht, sondern dass dann sagt, das habe ich jetzt auch verdient. Wenn ich ausgeteilt habe, dann muss ich auch einstecken können. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, das macht er dann ja auch. Genau. Ich weiß gar nicht mehr, er redet dann ja schon über Agathons Frau und Kind. Ja. Und da brennt dem dann eine Sicherung durch, weil das ist wirklich nicht nett. Und er wischt dem alten ersten Offizier dann eine. Genau. Ich habe es eben falsch schon mal erzählt. Agathon schlägt ja ihn nicht, er hin. Ja, genau. Das wollte ich ja dann noch, aber ist ja egal. Und dann sagt Taya, oh, you should better get the doctor look at your hand. Genau. Wo ich so dachte, you should let the doctor look at your face. War wieder auch so ein bisschen cool, genau. Ja, es war schon sehr cool, aber ich war in dem Moment sehr sauer auf Ty. Ich fand das durchweg cool, wie der reagiert hat. Ja. Das stimmt. Weil dem muss der Schädel schon ganz schön brummen. Klar, aber ich war halt, weil er so fies zu Agathon war, der halt wirklich nur einen guten Job machen will, weil ich sauer auf ihn. Ja, okay. Ja, und er lässt das doch nicht ruhen und geht dann in Cottles Büro, um da eben nochmal in den Akten zu wühlen. Genau, wird dann von Cottle erwischt. Aber erst nachdem er quasi gefunden hat, was er gesucht hat. Nämlich? Dass zufälligerweise die sagittarischen, wie auch immer man das auf Deutsch sagt, Patienten von dem Doktor irgendwie eine Sterbequote von 90% oder so haben. Ja. Also einfach so absurd hoch, dass es kein Zufall sein kann. Aber er tötet doch andere. Mit der Absicht, damit es nicht so auffällt. Naja. Okay, das habe ich da jetzt nicht raus. Also manchmal da schau mal, Caprica-Sterbensrate 30%. Ja, aber das heißt ja nicht, dass er sie tötet. Ja, das meine ich ja, manchmal sterben. Vielleicht ist das die normale Quote von diesem Virus. Du bist also doch ich hier. Ich habe verstanden, dass er das auch selber. Medizin. Mario, ich habe etwas das Angst. Das macht mir gerade Sorgen. Wir machen das halt auch so. Weil du gerade in Österreich bist. Also bei mir sterben Leute nur, wenn ich das auch möchte. Ich habe die Macht. Genau, also das Eklatante war ja, dass die Sterberate bei allen anderen viel geringer war, während sie bei den Sagittariern eben so hoch war. Aber Cottle will da auch nicht drauf eingehen, sich drauf einlassen. Ich habe das am Anfang ja schon eingespielt, das kommt genau an dieser Stelle, dieser Dialog. Ja, und wimmelt ihn ja dann auch ab, als Hilo sagt, hier, sie müssen das unbedingt untersuchen. Und wenn was anderes rauskommt, dann bin ich auch still. Und dann sagt ihm Cottle, ja, habe ich schon gemacht, alles cool. Und dann sagt er, okay, dann ist es. Es gibt hier nichts zu sehen, bitte gehen Sie weiter. Genau. Hier ist übrigens der Fehler, einer der Fehler. Ja. Die Papiere, die Zettel haben nicht mehr diese abgeschnittenen Kanten. Was? Das war bei Adama im Büro auch. Ja. Aus zu. Ich würde sagen, wir hören auf. Bei Madame war es nämlich genauso, als er das unterschrieben hat die ganze Zeit. Das waren bestimmt die Akten, die waren ja von Neu-Caprica, da haben sie das abgeschafft. Das hat Baltar, das bei Verordnung hat er sofort. Papierverschwendung. Das ist gut. Wir schneiden jetzt nicht mehr die Akten an. Und genau. Plötzlich alle, oh mein Gott, ich kann 20% mehr schreiben. Ein Genie. Das ist wow. So wie der Imperator im Senat steht und sagt dann, und als erste Amtshandlung verkünde ich, wir schneiden nicht mehr die Ecken vom Papier ab. Und dann, oh! So geht die Freiheit zugrunde. Mit eckigem Papier. Ja. Oh Mann. Das habe ich vergessen, was wir zuletzt gesagt haben. Na, Cottle, wir waren in Cottles Raum. Ja. Das ist dann durch. Und dann eskaliert ja, das Ganze. Ja. Genau. So, Entschuldigung. Ja, wir haben eine Szene vergessen, und zwar seine Tochter, die hätte auch geimpft werden müssen. Stimmt. Und er wollte es unbedingt verhindern. Aber da gab es ein bisschen Panik und da hat er Schiss gehabt, dass er ihr vielleicht was antun könnte. Ja, aber Athena fand das schon sinnvoll. Weil sie ist ja auch, sie ist zwar keine Sagittarierin, aber sie ist nur halb Mensch. Und wenn man sich. Ich mir das vielleicht ein,
Sollte sie nicht eigentlich krank werden? War das nicht mehr so, dass sie immun ist gegen Krankheiten? Gegen Krebs. Oder bilde ich mir. Aber sonst? Gegen okay. Krebs, genau, die haben sie ja benutzt. Ich habe jetzt eigentlich wieder vielleicht gegen alles, okay. Gut. Sie war schon krank, da warst du nicht da in der Folge. Stimmt. Stimmt, also sie hat nicht Bauch gehabt. Ja. Genau. Hat sie nicht. Oh nein, ein Baby, das nicht kackt, das ist nicht gut. Ja. Weil dann kommt das Baby was raus. Die Zylonen aber nicht, weil genau. Die Zylonen haben keine Verdauung. Deswegen musste Boomer sterben. Ölwechsel probiert, aber das hat alles nur noch schlimmer gemacht. Immer mehr reingestopft. Genau. Und deswegen ist Six jetzt auch hier. Genau. Mann, Mario. Alles nur, weil Athena nicht gekackt hat. Danke, nein. Athena. Hera. sorry. Athena ist die Erwachsene. Oh Mann. Hera natürlich. Gut, das ist jetzt auch passiert. Sie wurde jetzt geimpft und dabei ist nichts passiert. Er hat ihr dann noch irgendwas zum Mitnehmen gegeben, was sie einnehmen soll. Und alles war gut. Und da kam ja auch schon die angerannt in der nächsten Szene irgendwann einmal, weil ihr ging es nicht gut und sie mag ja Kottl nicht, also geht es lieber zu Dr. Robert. Und der hat sie anscheinend behandelt. Und dann steht dann auch schon Mrs. King wieder einmal vor der Tür, obwohl ich glaube, das ist das erste Mal, dass sie vor seiner Tür steht. Ja. Auch das einzige Mal, denn danach wird sie von Marines eskortiert. Mhm. Es tut mir leid, ich weiß nicht, wie sie da durchgekommen ist. Ja, wo war sie? Und, oh, Entschuldigung. Und waren die? Sie meint, ja, deine Freundin, die ist jetzt auch beim Doktor, renn schnell. Und er hat halt so einen Gerechtigkeitssinn. Er möchte halt natürlich allen helfen und er ist halt so ein Charakter. Ja, und wenn das weiß, was er denkt. Freundin helfen. Ja, aber wenn das weiß, was er denkt, dann ist es auch ganz gut, dass er dahin. Ja, nein, aber ja, ich glaube, in der Folge gab es schon Diskussionen mit seiner Frau irgendwie. Ja, das. Ich glaube, das hat sie auch schon genervt, irgendwie die Athena. Ja, das kann ja, aber die ist ja jetzt keine fremde Person. Ja, nein, sie, aber allgemein war er lästig und das hat niemandem gefallen eigentlich, nicht mal seiner Frau. Ja, was heißt gefallen? Also das ist schon wohlwollende Sorge, weil er sich daran aufreibt. Aber jetzt gerade hast du halt ein bisschen falsches Beispiel mit die gebracht. Das ist richtig, ja. Deswegen habe ich mich korrigiert mit anderen Dingen dann. Damit das nicht so auffällt, so negativ. Ja, es ist total aufgefallen. Das Kind ist im Boden. Ich weiß, dir fällt das immer auf. Ja, ich weiß es, ja. Ja, dir fällt auf, dass Papier auf einmal nur noch vier Ecken hat, weil es ja noch schlimmer. Hera ist in den Brunnen gefallen. Ja, das einzige Kind. Und der Robert hat sich im Brunnen fallen lassen. Ich denke, wir kommen jetzt zum großen Finale. Unten im Hangar. Genau. Hello versucht, die zu retten. Nein, Ruhe. Was? Was? Also ich weiß nicht, ob das jetzt so wichtig ist, aber Hilo hat ja Dr. Kottl gefragt, ob er den Jungen obduziert hat. Und er hat dann quasi gesagt, ja, habe ich, und er hat nichts Auffälliges gefunden. Genau, das hat aber Mario das hat Tim schon eben schon gesagt. Achso, das war das, wo ich eben gefragt hatte. Ich habe vergessen, was ich zuletzt erwartet habe. Das war Phil? Oh mein Gott. Oder war ich jetzt das entschuldigt, jemand anderes das gesagt zu haben, was Ben nicht mitgekriegt hat? Wie großartig. Hauptsache, alle können auf mir rumhacken. So nehmen wir übrigens den Podcast auf. Ja, take off, das haben wir auch schon gewusst. Alle leben in einer anderen Zeitzone. Ja, okay, gut, dann ist schön. Dann darf Tim weiterreden. Genau, jetzt kommt das große Finale. Wo das jetzt nochmal wichtig wird, deswegen hast du es ja auch erwähnt. Großer Aufruhr, weil die liegt auf dieser Liege und wacht nicht mehr auf, wacht dann aber doch wieder auf, weil. Das ist wie bei Dornröschen. Genau. Großes Finale. Ja, weil. Getragen. Weil. Weil offensichtlich. Wie ist denn das jetzt? Ich glaube, ihr hat ja nichts Falsches verabreicht, oder? Bei ihr so ein Beruhigungsmittel. Wo sie dann irgendwann einfach entschlafen wird. Ja, okay. Also doch. Deswegen ist sie ja auch so weggetreten, als Agathon sie jetzt zu Kottl bringen will. Und jetzt kommt diese Szene, wo sie nämlich laufen und sagt, nein, nicht zu Kottl, weil sie ja da findet, dass das ein kurzsichtiger Bastard ist. Und deswegen musste sie das vorher in der Kneipenszene mal sagen, damit das da eingeführt wurde.
Damit dann, hier dann Robert Redford die Chance hat, zu den Marines zu sagen. Genau. Oh, sie will ja gar nicht weg, der entführt sie, der entführt sie. Genau, und dann ist großes Tohuwabohu. Und dann kommt aber Kottl und Tai dazu und machen dem Ganzen ein Ende. Weil, sag's, Ben, Kottl hat nämlich doch keine Autopsie durchgeführt und hat sich dann entschieden, weil er wahrscheinlich doch gemerkt hat, irgendwas stimmt hier nicht, den kleinen Jungen aufzuschneiden und hat entdeckt, dass da irgendein komisches Gebräu injiziert wurde, das zum Tode führt. Dieser kleine Junge war älter als wir, so wie ausgeschaut. Sprich mal für dich. Also ja. Das war stark zu bezweifeln. Also definitiv war er 19, das wird nämlich gesagt, das sagt Mrs. King. Okay, ja, dann ist er ein kleiner Junge. Das ist schon ein bisschen her. Das ist für euch ein kleiner Junge? Alles unter 35. Es war einfach beides falsch. Das Kind, Punkt. Das Kind. Der hat schon einen Führerschein. Volljährige. Ja. Ja, hat er viel von gehabt. Luke hatte damals schon einen Todesstern zerstört. Und was hat er? Und was hast du geleistet? Du verreckst an irgendeinem Giftcocktail, du Trottel. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall, der Doktor hat in allen das gleiche giftige Mixturzeug injiziert, statt dieser Impfung, und hat sie umgebracht. Mhm. Mit einer super tollen Begrünung natürlich. Super toll. Ja, einer muss, wir müssen Medizin sparen und die kann man eh opfern, weil die sind eh blöd und so. Und einer muss das ja machen, das ist seine Aufgabe, das sieht er als seine Aufgabe an. Ja, und in der Vergangenheit hat er sie umgebracht, um zu üben für die Zukunft, von der er wusste, dass sie kommt. Das ist ja wie damals bei uns in den 90ern, als die zwei Krankenschwestern in Wien das genauso gemacht haben in den Spitälern. Ich dachte, du kommst jetzt auf die 30er, 40er Jahre zu sprechen. So alt bin ich nicht. Das war, glaube ich, in den 90ern. Nee, aber es war auch in Österreich. Ja, naja, der. Zwei sogar. Aber der hat auf jeden Fall hier Hitler eigenmächtig entschieden, so, dass die kein Recht zu leben haben. Genau. Ja. Er sortiert halt aus, er spielt halt Gott. Sagt er, vielleicht hat er es auf dem Planeten auch schon gemacht, weil er gedacht hat, ah, die werden irgendwann einfach zu viel wegessen, weil auf diesem Planeten kann man nicht genug anbauen. Ich habe nichts mehr zu essen. Das geht so nicht mehr. Ich muss Leute umbringen. Mein Nachbar hat mehr als ich. Naja, eigentlich ist er halt einfach ein Rassist. Arschloch. Ja. Genau. Da muss man gar nicht groß rumanalysieren. Nee, Rassist, halt, fertig. Ist auch halt ein Rassist, der andere Leute umbringt, weil ihm sogar Teil nicht mal auf seine Sicherheit ist. Wenn das schon für Tai zu viel ist, ja, dann heißt das schon was. Genau, Tai lässt dann Hilo die Freude, ihn abzuführen. Ja. Man sagt euch noch, die habe ich verschont und zeigt auf die. Also die habe ich verschont. Als wenn das irgendeine große Tat gewesen wäre, auf die man dann stolz sein könnte. Ja, und Hilo meint so, ja, weil sie eine von den Guten ist. Warum, weiß ich jetzt nicht, weil sie jetzt eine Soldatin ist oder was? Ja, wahrscheinlich. Ist das. Okay. Damit sie da auffällt vielleicht. Ja, wahrscheinlich hätte man bei ihrem Tod ein bisschen genauer hingeguckt. Hm. Ja. Ja. Und dann? Das war's eigentlich. Entschuldigt sich noch der Admiral bei Hilo. Mhm. Auch wenn es nicht nötig wäre. Ja. War ja fast gar nichts. Vielen Dank. Sie waren ja nervig, das müssen sie schon einsehen, dass sie nervig waren. Auf genau. Meinem Schiff. Da beweist dann Adama mal wieder Größe und Einsicht, würde ich sagen. Es gibt eigentlich da noch eine Add-on-Szene auf DVD. Ich habe sie selbst nicht gesehen, aber ich habe darüber gelesen. Ja. Hast du sie gesehen? Nein, red mal weiter, ich schau mal. Ja. Da wird diese Szene noch erweitert, dass Agathon sagt, ich bin übrigens dafür verantwortlich, also nachdem sich Adama entschuldigt hat, glaube ich bin dafür verantwortlich, dass damals die Zylonen getötet wurden, also die Adama als Biowaffe benutzen wollte. Und dann, das wusste Adama eh, aber er meint jetzt, wollen Sie das wirklich gestehen, dann brauche ich ein schriftliches Geständnis von Ihnen. Und dann sagt der Yasser, und dann sagt Adama, dann kommen Sie vors Kriegsgericht und wahrscheinlich vor ein Erschießungskommando. Wollen Sie das immer noch? Nein.
wegtreten. Ja, stimmt, das waren die, die in ihren Zellen erstickt waren, ne? Ja, weil genau. Die Luft abgedreht hat. Ja, ja, genau. Die mit dem Virus infiziert. Ich schaue es mir gerade an, nebenbei, ja. Ich habe vergessen, die Anschluss an den Fallenszenen. Ja, ich glaube, darauf können wir jetzt nicht warten. Guck mal weiter. Nein, das stimmt. Genau, wir sehen uns nächste Woche. Genau, aber dann endet ja alles. Genau. Was ich noch cool gefunden hätte, das konnte man jetzt nicht mehr machen, weil es jetzt schon zu offensichtlich war, dass der Dr. Roberts ja der war, für den Hilo ihn gehalten hat. Wenn das ein bisschen offen geblieben wäre und am Ende wäre Hilo eingesperrt worden. Nee, am Ende wäre Balta geht jetzt nicht. Hast du dir vorher überlegt, was du sagen wolltest? Ja, ich weiß nur nicht mehr, wie der Name heißt. Beschreibe Gator. Daniel Tai. Keine Beschreibung. Wie heißt der von Apollo. Lost? Linus? Linus? Ja. Linus. Wie heißt der mit Nachnamen? Smith. Linus? Max Mustermann. Friedrich Dieter Hermann? Habsburg. Schon ein bisschen Ich habe Lost nie gesehen. Worauf willst du hinaus? Benjamin Linus, das ist sein Nachname. Ich hatte es cool gefunden, wenn Benjamin Linus am Ende in der letzten Szene, nachdem sich Adama entschuldigt hätte, mit einem Aktenkarren in Cottles Büro geht und einfach die Akten austauscht, die da lagen. Das hätte ich cool gefunden. Dass es so offen geblieben ist, ob er das jetzt wirklich gemacht hat oder nicht. Aber hätte man natürlich vorher das nicht so deutlich machen dürfen, wie es jetzt in dieser letzten Szene war. Ach so, meinst du das? Okay. Also das sozusagen offen geblieben wäre, ob sie ihn jetzt wirklich, ob die Anschuldigungen jetzt wirklich richtig waren oder ob nicht. Ob sie den richtigen erwischt haben. Ja, genau. Ja, ich habe mir mehr gehofft eigentlich, dass es eigentlich offen bleibt, dass Hilo einen auf den Deckel bekommt eigentlich deswegen, weil er so nervig war wegen dem. Und dass es dann irgendwann einmal aufgeklärt wieder wird. Echt, ich war schon froh, dass das jetzt nicht noch weitergetragen wird. Dann kommen wir jetzt zur Bewertung und ich glaube, Jan fängt an. Ja, glaube ich auch. Dieses Ankämpfen gegen ignorante Windmühlen, die hat alles nicht sehen wollen, weil der Typ ist ja ein weißer Buddy-Doktor, den ich gerne habe, und die Sagittarier gehen mir eh alle auf den Arsch. Ich kann dem Hilo da so gut beifühlen einfach. Und ich fand die ganze Folge so frustrierend, vor allem eben vor dem momentanen Hintergrund des Zeitgeistes des wieder aufkommenden Anti-Wachs-Wellentums, dass eben die Leute sagen, wir haben aber gelesen, das verursacht Autismus. Und dann fragten die einen Arzt, verursacht das Autismus? Der sagt, nein, der streitet das einfach so ab. Wolltest du die Folge bewerten? Ja, ich reg mich gerade noch ein bisschen auf. Ja, mach das, wird das gut. Kacke. Aber auf der anderen Seite hat sie auch gute Aspekte, die eigentlich nur auf drei Köpfe zurückzuführen sind. Das ist Hilo, Adama und Cottle, weil Cottle einfach da ist. Und dann gebe ich für jeden der drei Männer einen Punkt und das sind dann drei. Dann mache ich mal weiter. Ich fand die Folge ziemlich gut. Das darf ich nicht sagen, weil ich das hasse. Hat mich gut unterhalten, ist falsch. Ich bin da ziemlich mitgefiebert, weil ich auch nicht mehr wusste, wie es kommt und was wird. Ich dachte ja am Anfang, es geht in eine ganz andere Richtung, dass Robert deswegen eingeführt wird als Redshirt, weil er hinterher stirbt. Ich meine, es war auch so ein Redshirt. Er verschwindet hinterher irgendwo in der Zelle oder wird geluftschleust, keine Ahnung. Auf jeden Fall dachte ich tatsächlich lange, am Anfang, das geht in eine ganz andere Richtung. Und ich finde eigentlich Hilo als Charakter sehr interessant und fand das mal gut, für ihn da eine Folge zu haben. Er ist ja immer der moralisch über jeden Zweifel erhaben ist. Und finde ich aber okay, dass man das mal wieder zu sehen. Also ich gebe der Folge 7 Punkte. Und wenn am Ende dieses Ende offen gewesen wäre, dann hätte ich der sogar 8 oder 9 Punkte gegeben. Aber tja, hätten sie mich mal als Drehbuchautor genommen. Phil. Ja. Ich stehe so ziemlich zwischen euch beiden. Ich gönne es
ihm ja sehr, dass er mal in der Folge so im Mittelpunkt stehen darf. Aber also ich habe mich jetzt auch schwer getan in der, also dieses Thema der Folge hat mich jetzt auch mehr gefrustet, als es, glaube ich, angemessen ist. Aber ja, mir geht es einfach gerade ein bisschen ähnlich wie Jan, dass ich das sehr frustig finde, ständig Leute vor die Nase gehalten zu kriegen, die einfach sagen, ja, ich habe aber eine andere Meinung, wenn es überhaupt nicht um Meinungen geht. Und deshalb, ja, war was anstrengend, die Folge zu schauen. Also die ist jetzt von einem neutralen Standpunkt her wahrscheinlich unfair. Aber ich kann der Folge auch nur, also ich gebe der Folge 5 Punkte, was jetzt so ein Kompromissding ist aus einem Charakter, den ich eigentlich mag und dem ich normalerweise auch immer gerne zuschaue, weil der so einer der wenigen ist, auf die man sich einfach verlassen kann. So wie wir den bisher gesehen haben, ist der so ein moralischer Fels in der Brandung. Und deshalb glaube ich, wenn ich in anderer Stimmung gewesen wäre, hätte mir die Folge viel besser gefallen. Aber da waren einfach viel zu viele Idioten unterwegs. Ja. Ich finde auch, ist einer der besten Charaktere. Ich mag Hilo. Vielleicht sollte ich noch einen Pluspunkt geben, weil er oben ohne war. Und Gesichtszüge. Ben? Achso, ich dachte, er wollte noch einen Punkt drauflegen. Ja, hat er. Ja, ihr habt ja das meiste jetzt schon gesagt. Also ich fand... Ja, aber sehr unterschiedlich ist. Ja, aber grundsätzlich die Richtung ist die gleiche. Ich sehe das auch so, dass die Folge anstrengend war, aufgrund eben, dass es wieder um Diskussionen mit Leuten geht, die eine Sache diskutieren wollen, wo es eigentlich keine Diskussion gibt. Allerdings fand ich, dass die Folge so genervt hat in dem Fall auch wiederum gut, weil das für mich auch mehr der realistische Umgang mit dem Thema war, weil hätten die Leute jetzt oder hätten die Sagittarier jetzt plötzlich gesagt, oh, da haben sie aber recht, dann jagen sie mir mal die Spritze in den Arm, dann hätte ich das auch sehr unrealistisch gefunden in so einem Zusammenhang. Mhm. Von daher fand ich die Umsetzung realistisch und dadurch, dass sie realistisch war, war sie halt extrem schwer zu ertragen für jemanden oder für Leute wie uns, die da, glaube ich, alle eine relativ eingängige Meinung zu dem Thema haben. Von daher fände ich es jetzt auch unfair, sie deswegen schlecht zu bewerten, weil anders hätte sie einfach nicht funktioniert und von daher gebe ich der Folge 6 Punkte. Ob da jetzt ein Punkt für oben ohne drin ist oder nicht, das dürfen die anderen entscheiden. Es hätte fast so eine klassische Star Trek-Folge auch sein können, finde ich, weil so ein so mit der Moral am Ende. Ja, genau. Ja, Jan? Das ist ein interessanter Punkt, den du aufgreifst, weil du hast vollkommen recht, dass die Folge es halt nur so machen konnte, um ernst genommen zu werden, aber dass sie momentan eben einfach nur auf einen Haufen trifft, auf einen Frustkessel, der so was von mir halt schon da ist. Aber da kann die Folge ja nichts für die jetzt. Nee, da kann sie nichts für, aber ich kann sie trotzdem nicht ab. Das tut mir auch leid für sie, aber sie kommt ja, habe ich auch gesagt, dass ich Zeit die von anders wahrscheinlich anders sehen würde. Ja. Aber jetzt bewerte ich sie halt so, wie es mir jetzt gerade geht damit. Du wolltest noch irgendwas sagen, Ben, bevor man dran kommt? Ja, es hat mich ein bisschen an eine Folge von Babylon 5 erinnert, weil du gerade von Star Trek geredet hast. Da, wo die ganzen Aasfresser sterben, oder? Achso, stimmt. Die gibt es auch noch. Nee, du hast recht, aber ich meine andere. Und zwar die, wo es um diese Familie mit dem kranken Jungen geht, die Behandlung ablehnen, weil es gegen ihre Religion quasi steht. Der Doktor dann gegen den Willen der Eltern den Jungen heilt und die Eltern den Jungen dann töten. Genau, weil er nicht mehr ihr Sohn ist, weil durch die Heilung quasi seine Seele kaputt gegangen ist. Genau. Da an die Folge musste ich tatsächlich mehrmals denken, als ich hier die Folge BSG gesehen habe. Mhm. Okay. Und ich habe an die Aasfresser-Folge gedacht. Wie hießen die denn? Ich weiß nicht mehr, egal. Geier, ja. Weil da ist dieses ganze Volk, glaube ich, ausgestorben an so einer Seuche. Und da hat sich auch irgendwie einer eingeschlossen bei denen in diesem Quarantäneraum und ist dann mit denen gestorben. Deswegen dachte ich am Anfang nämlich, dass das genauso wird. Hat mich auf die falsche Fährte gelockt. Egal. Frechheit. Mario, letztes Wort. Nein, letzte Punktzahl. Ja, jetzt kann ich aber sagen, ihr habt schon wirklich jede Richtung da gerade jetzt irgendwie nur deinen beleuchtet, ja. Nein, also
Eigentlich muss ich jetzt von jedem was irgendwie rauspicken. Jeder von euch hat irgendwie recht. Ich muss mich aber mehr Team anschließen. Also mir hat sie eigentlich schon gefallen. Also ich habe sie gern gesehen, obwohl ich sie nicht gedacht habe. Weil schon den Anfang gesehen habe, dachte mir, boah, das wird eine tolle Box-Folge wahrscheinlich. Aber nein, ich fand sie gut irgendwie. Ich meine, jetzt nicht so super gut. ja, ich bin... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich gebe der Folge 7 Punkte, aber kein Punkt extra für Hilos Buddy, weil so gut sah der auch nicht aus. Okay. Bitte was? Ja. Okay, Mario, wir brauchen bessere. Ein Foto von dir. Hau rein. Zeig mal ein Bild, Mario. Ja, zeig mal ein Bild. Letzte Worte. Okay. Oh, scheiße. Jan. Oh nein. Hashtag NoVax. Ich, oder? Scheiße. Der alte kurzsichtige Bastard. Kottel, der alte kurzsichtige Bastard. Phil. Marderschaden. Nice. Und zu früh. Ben. Lasst euch impfen, Leute. Und das letzte Wort hat Mario. Jehovas überall. Okay. Dann Jehova, Jehova. Da lässt sich, glaube ich, ein Titel raus kreieren. Jehova, der alte, kurzsichtige Bastard. Hast du recht, Mario? Ich würde mir auch die letzten drei ciao. Bis dann, ciao. Uiuiui. Ich habe das, irgendwann habe ich das ein bisschen vorwärts getrieben oder zumindest versucht, weil wir haben echt lange über Sachen gesprochen. Ein bisschen. Und das auch über alle möglichen Sachen. Ja. Aber das wollen die Leute doch. Das wollen die Leute natürlich. Die Leute wollen einen Laberpot. Die Leute wollen nicht BSG, die Kacke will doch keiner hören. Genau. Naja, gut, es waren jetzt 1 Stunde und 20 Minuten, das geht ja nicht. Das ist okay. Oh mein Gott, wir haben bald die Serie durch. Ja. Habt ihr schon einen Ersatz gefunden? Nein. Ich weiß nicht, was ich mit all der Freizeit sonst anfangen soll. Wir können ja bald mal wieder eine Filmfolge oder so machen. Ja, spätestens im Januar wahrscheinlich, oder? Januar? Ja, im Dezember. Also spätestens, ja, im Dezember, ja, wenn wir das schaffen vor Weihnachten. Ja, klar. Ah, das macht immer Spaß, zum Monatsanfang durchzugucken, was es neue Sachen gibt. Wie sieht man das? Kürzlich hinzugefügt. Aha, einfach. Zu einfach. Na gut. Das ist mein Moment zu gehen. Das ist mein Stichwort. Mein, ja. Meins auch. Ich rufe jetzt auch von dem Poster. Ja, ich auch. Mad Max übrigens. Alle Mad Max Filme sind dazu gekommen. Alle Mad Max. Aber wir könnten auch den neuen nehmen. Den neuen mag ich immer noch total gerne. Den habe ich zwar erst vor wenigen Tagen gesehen, aber den gucke ich mir auch nochmal an. Ich wollte gerade sagen, den kann man immer wieder gucken. Gerne können wir auch über den reden. Ja. Den ich mag schon, Tim nicht so gern, glaube ich. Ich würde den auch gerne nochmal gucken. Ist ja nicht so, als wäre dann eine Wahl. Ich habe auch David Lynch geguckt, ja? Es gibt ja keine Ausreden. Okay, Fury Road it is. Okay, gucken wir gerne Mad Max Fury Road. Boah, wieso nicht? Das ist das ja. Mit Tom Hardy? Yep. Ja, natürlich. Ah, das heißt, lauter Tom Hardy-Filme kommen auf uns zu. War, glaube ich, sein erster großer Filmdurchbruch, oder? Was? Quatsch. Das kann schon in den 50ern das hat er schon. Das ist doch. Mit Alfred Hitchcock zusammengearbeitet. Das allerletzte. War Inception nicht davor? Ist das mit Tom Hardy? Ja. Ja, das spielt er auch mit, aber da habe ich ihn nicht so wahrgenommen. Weil da war er jetzt nur wirklich. Star Trek Nemesis, würde ich sagen, war der erste große. Ja, okay. Wo er eine große Rolle hatte. Ja, war nur halt von guter Film. Verfolgt. Ach, hat er da diesen Nero gespielt? Ja, genau. Aha, das wusste ich nicht. Den Klon von Picard. Black Hawk Down.
Auch da hat er auch mitgespielt, den habe ich ja, aber gesehen. Nur eine kleine Rolle. Also den habe ich, das kann man nur so rückblickend erkennen. Da hat jeder nur eine kleine Rolle. Ja, wirklich, da hat, glaube ich, jeder mal mitgespielt. Obi-Wan hat damit. Gibt es eigentlich Josh Hartnett noch? Der hat damit gespielt. Band of Brothers war er auch dabei. Ja, der hat in der Serie gespielt von Netflix. Josh Hartnett hat eine tolle Stimme. Ja, diese hier mit der Frau. Singt er auch? Die Gothic-Serie da. Ah ja, in der letzten Jedi war ja auch da. Penny Dreadful, meint ihr? Penny Dreadful, ja, das genau. War gut. Ach stimmt, ja, die fand ich auch super. Gespielt. Das war gut. Mit Eva Green, ja. Aber nur die erste Staffel war gut. Oh, die mag ich. Was? Ich fand ich das Ende auch Ende gut. Ich auch, aber es wurde immer schlechter. Es war ja witzig, danke Tim. Ich dachte, ich die ganze Eva Green da. Mag ich, die Serie kenne ich nicht. Dann musst du die Serie gucken. Da also sehr viele ist jetzt auch nicht so, dass ich es nicht mehr gucken wollte, aber ich fand schon, die erste Staffel war herausragend und dann wurde es halt schlechter. Aber es war auch trotzdem noch gut. Ja, wenn etwas schlechter wird, ist es meistens noch besser als vieles andere. Ja, wenn es vorher gut war. Wenn ich jetzt so gucke, denke ich, dass doch schon der Hauptrollendurchbruch, der waren doch wirklich mit Mad Max, oder? Nein. Also bitte, Mad Max war 2015. Und in der Hauptrolle in einem Star Trek-Film. Lebt der überhaupt den noch? Antagonisten, das ist doch schon ordentlich. Ja. Du weißt Layer schon, dass er Batman mitgespielt hat. War oder? Groß Batman, genau. Mhm. Ja. Ach, der hat den Dame-König auch gespielt. Haben wir doch auch schon genannt. Gar nicht. Apollo 13. Ach stimmt, der hat der Batman gespielt. Ne? Hinter der Maske habe ich den ja nie erkannt. Batman. Aber ich finde, okay, The Dark Knight Rises habe ich vielleicht einmal sehr müde gesehen, den fand ich gar nicht mal gut. Die Serie Peaky Blinders, das soll die ziemlich gut sein. Oh, ja. Layer Cake, stimmt, Layer Cake hat er mitgespielt. Ja, okay, aber Layer Cake ist jetzt halt nicht der Riesenfilm gewesen. Nö, aber den finde ich zum Beispiel deutlich besser als Star Trek Nemesis. Das ist nicht schwer. Ja, das stimmt. Dame König im schlechten Film eine große Rolle zu haben, das finde ich auch kein Kompliment. Ich mochte den Film. Gary Oldman. Dann gefällt dir Rock'n'Roller vielleicht auch. Wo spielt denn Gary Oldman mit in Star Trek Nemesis? Oder wo, was meinst du? Nein, in Dame König ausspielen. Ah, okay. Ja. Habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Ist das nicht der Nachfolger von? Nein. Okay. Das ist doch. Oh, ich habe jetzt auch wieder vergessen. Rock'n'Roller. Story of Sex. Geheimdienst halt. Rock'n'Roll. Das gefällt mir auch auf jeden Fall. Mir nicht. Mit Gerard aber Butler, okay, gefällt mir wieder nicht. Gary Coleman. Okay. Das ist ein Mann oder eine Frau? Gerard Butler? Ja. Das ist je nachdem. Mann. Manche sagen so. Das ist sexistisch. Es kann auch weibliche Butler geben. Ja, aber nicht so. Es gibt ja auch weibliche Michaels. Ja, das ist ja auch normal. Oh, stimmt. Legend habe ich auch gesehen. Den mochte ich. Da gab es Tom Hardy gleich zweimal. Ja, also Gary Oldman und Tom Hardy spielen in einigen Filmen immer mit. Immer gemeinsam. Okay. In einigen Filmen sind ja auch Schauspieler. Wow, ach, aber immer viel. Gemeinsam. Das war jetzt genauso klug. Ah, da wurde er getötet. Also wirklich, hör doch zu. Er hat dir doch geantwortet. Nein, er hat nicht zugehört. Er ist so gerade gewesen wie du. Ich muss zuhören. Wow. Das nehme ich an. Was haben wir denn verpasst, Mario? Die spielen gemeinsam in Filmen immer mit. Du meinst gleichzeitig? Ja, zum Beispiel in Batman. Also bitte mir das Wort jetzt gleich. Das ist so geil. Du lass dich doch nicht so leicht auf den Arm nehmen, Mario. Also wir dürfen uns nicht mehr sehen. Im echten. Seht euch doch eh nicht. Also wir dürfen keinen echten Podcast mehr machen, weil das geht nicht. Wo wir gemeinsam in der Badewanne liegen? Mhm, das geht nicht. Mhm. Ich habe keinen Platz in meiner Dusche. Ach du, Bronson, kannst du Bronson empfehlen? Charles? Ja. Ja, oh, da musst du aber in der richtigen Stimmung sein. Der ist, also ja, je nach Stimmung ein bisschen anstrengend vielleicht, aber ich finde den gut. Ach, es geht ja wirklich um so Charles Bronson. Die Folge heute. Das sollte eigentlich ein Witz sein, aber das war gar keiner. Ja, schade. Hast du einen Witz gemacht? Mhm. Du bist aber auch on fire heute. Du hast deinen Einspieler nicht gebracht, dann wussten wir nicht, dass es ein Witz war. Genau. Kennst du den? Ich kannte den nicht. Ich kann den auch nicht.
Also Charles, weil du sagst hier was? Charles Bronson kenne ich natürlich. Nein. Kennst du Charles also, Bronson nicht? Nein. Na, Mundharmonika? Ich glaube, wir reden von zwei unterschiedlichen Charles Bronson. Ah, dann war es ja doch ein Witz. Ich dachte, das wäre eine Biografie über den Schauspieler. Nein, ich rede von dem Bronson, der in dem Film verkörpert wird. Ja, und ich dachte, das wäre eine Biografie über Charles Bronson. Nein, das ist eine Biografie über den berühmten Häftling aus dem Vereinigten Königreich. Glaube ich nicht, dass das der ist, der auch Mundharmonika gespielt hat. Der weiß, was er in der Zelle alles gemacht hat. Okay. Dann kenne ich ihn auch nicht. Also ist das so ein Eisenbahnräuber? Der ist ein bisschen nein. Nein. Das ist ein Schläger. Ach so. Ein Schläger. Das, was Tom Hardy so gut schauspielern kann. Ein Schläger. Ja. In 10 Tagen wird der erste Star Wars Trailer veröffentlicht. In wie vielen Tagen? 10. Oh. Treffen wir uns dazu wieder? Ja. Ich wäre ja für Stuttgart. Ich auch. Zum Trailer? Ja, okay, von mir. Stuttgart, ja. Kommt in Stuttgart ist kein Problem für mich. Ja, dann wäre das geklärt. Dezember alle bei also, da muss ich nicht umsteigen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Es wird auch eine Direktbahn von Zürich nach Stuttgart. Hast du letzte Woche getestet, oder wie? Ja. Da musste ich erstmal diesen ellenlangen Bahnsteig entlang. Scheiß Kopfbahnhof. Genau, wird Zeit, dass der nicht wegkommt. Ja, aber irgendwie, die Baustelle sah nicht sehr weit aus. Du musst halt geschickt einsteigen, du musst halt vorne einsteigen. Gibt es schon ein genaues Datum? Also nicht einfach nur ein Datum, wann der Film ins Kino kommt? Keine Ahnung. Ich glaube, darüber haben wir schon mal geredet und haben gegoogelt. Star Wars Episode, was sind das, 9? 9. Glaube ich. Wie nennt man das? Release? Teaser-Release? Ah, 19. Dezember. Wird direkt in Google angezeigt. Also der Film. 19. Dezember. Weltweit oder? Nee, in Google. Ja, immer weltweit. Keine Ahnung. Stimmt, die Zeiten sind vorbei. Es wird doch immer genau. Ja, es ist ein Donnerstag, also wird es auf jeden Fall passend für Deutschland. Es gibt zwei Märkte, Asien. Hier steht zwar Brasilien, aber mein Gott. Brasilien, Deutschland. Ich glaube, bei solchen Filmen ist das ja nicht mehr. Genau. Statt letztens ist durchs Internet gegangen, so ein Screenshot von Fox News, wo sie geschrieben haben, unten in der Banderole, Trump canceled Subventionen for 3 Mexican countries. Ja. Da denkst du, wow. Bundesländer. Bestimmt Bundesländer. Mexikanische Bundesländer. Ja. Ja, dann treffen wir uns also am 19. Dezember 2019 an der Copacabana. Ja, vielleicht nicht. Schade. Vielleicht nicht unter der Woche. Vielleicht nicht. Na, gerne am Wochenende. Also nicht an der Copacabana. Also du hast nicht gesagt, nicht an der Copacabana, sondern nicht unter der Woche. Nicht unter der Woche. Ja. Da muss ich ja arbeiten. Dann kauft Tim hier ganz viel Alkohol ein für Chunks und wir trinken jeder ein und dann schlafen wir ein. Ja, das war ein Wunder, die sich getroffen haben. Tim hat mir schon einmal einen Chunk gemacht. Haben wir nicht bis 3 Uhr irgendwie da gesessen und Whisky getrunken? Es kam mir aber so vor, als wären wir sehr früh ins Bett gegangen. Es war sogar länger als 3, es war 4. Ja, 4 mittags. Wir haben ja noch die Family Guy 3 Filme verarscht und Star Wars geguckt. Stimmt. Ja, alle auch. 3 Teile. Genau. Alle 3 Teile und noch andere Folgen. Und dann bist du ins Bett gegangen und bist nochmal runtergekommen und da haben wir nochmal einen Whisky getrunken. Richtig, und dann bin ich fast die Leiter runtergefallen. Ich erinnere mich. Das war neben dem Film das Highlight des Abends. Da kann man schön auf den Weihnachtsmarkt gehen. Oh ja, das war schön. Das machen wir, freue ich mich drauf. Okay, dann bis Dezember, ich bin jetzt weg. Okay, bis dann. Gute Nacht. Wir jetzt nie wieder was von Jan. Und ja, steht okay, Weihnachtsmarkt. Wir reden da nochmal, ne? Tschüss. Und dann klingelt es an der Tür. Ich bin jetzt ich da. Bin da. Aber wir müssen uns unbedingt nochmal treffen. Ja, klar, müssen wir. Ich rufe dich an. Hast du gerade Schluss gemacht? Ja, gute Nacht. Gerade, aber gerade ist nicht so viel zu tun. Ne? Und,